Also die hellsten sind sie nicht. Aber was will man auch von nackten Leuten erwarten? Ach scheiße, wir haben keine Steine mehr. Obwohl, das soll jetzt nicht heißen, dass alle nackten Leute doof sind. Nein, aber es sind ja normal keine... wie nennen wir die jetzt? Gesunden Leute. Sondern etwas verhuschter. Oh, hi Leute und willkommen zu The Forest. Oh. Hi, meine Lieben, und herzlich willkommen zurück bei The Forest. Ja, die letzte Folge war ja sehr actionreich. Wir sind ja mal wieder gestorben. Ich glaube, ich bin Rekordhalterin da drin, habe ich das Gefühl. Deswegen bin ich auch... Oh, da läuft einer, oder? Nee, deswegen bin ich auch nicht mehr so schockiert. Obwohl, ich ärgere mich immer noch. So ist nicht. Also ist ja... So toll ist es nicht. Dann wurde in der vorvorletzten Folge, glaube ich, oder in der vorletzten Folge... Ja, meine schöne Hütte zerstört. Die gar, ne? Wofür ich ewig gebraucht habe, die erstmal zu errichten. Vor allem, diese war so schön. Ich vermisse sie. Okay, ich kam nicht wirklich rein. Also, jedenfalls wegrennen und reinspringen konnte ich nicht. Weil ich die ein bisschen schief gebaut hatte. Hm. Ich glaube, das hatte ich mal auf dem Thumbnail. Also, das machen wir trotzdem mal kaputt, weil wir brauchen die Stecker. Und ich glaube, das haben die jetzt verändert, ne? Kann man das nicht mehr kaputt machen? Doch. Jetzt haben wir ein Köpfchen. Super. Ich glaube, das mache ich bei meinem nächsten Haus direkt an der Haustür vorne ran, damit sie abgeschreckt sind und mich in Ruhe lassen, die blöden Pimpfen. Boah, wie weit ist das denn jetzt weg? Oh. Ach, jetzt sind wir beim Flugzeug. Wir werden jetzt keine Koffer durchsuchen, weil wir haben ja genug bei uns um die Ecke am Strand. Ich will einfach nur noch zurück. Ich habe zwar gehofft, dass ich nebenbei noch diesen Katana-Mann finde, aber das Glück hatten wir natürlich nicht. Oh, da ist der hässliche Baum. Mein Hassbaum. Wir sind fast zu Hause. Gott sei Dank. Jetzt gehen wir uns noch ein bisschen waschen und dann ist alles wieder schick. Ich glaube, wir futtern auch mal jetzt den Schokoriegel. Dann müssen wir doch nachher noch ein paar Koffer zerlegen. Was liegt denn da? Oh, hier ist nochmal so ein Dingens. Ich glaube, vorher werden wir uns mal waschen. Genau. Das ist mir sonst zu riskant. Ich glaube, die Tennisbälle kann man jetzt anzünden. Wir testen das mal. Wir zünden zwar selber an, wir sind ja aber direkt am Wasser. Ist mir das egal. Yeah! Wie geil. Schon cool. Das Doofe ist, wie gesagt, man zündet sich dabei selber an. Ist ja auch logisch. Man hat ja nicht wirklich was dazwischen. War schon geil, muss man sagen. So als kleine Verteidigung. Aber genau in dem Moment, wo man die braucht, sind die doofen Arschbälle nämlich nicht da. Wir uns mal beeilen. Ich weiß gar nicht, ob wir jetzt eine Nacht geschlafen haben, weil eigentlich waren wir ja bewusstlos, glaube ich, ne? Mal Glück haben, haben wir jetzt noch ein bisschen Zeit, unser Baumhaus fertig zu bauen. So, jetzt gehen wir auch gleich nach oben. Wir werden jetzt hier nicht noch abtrödeln und setzen uns kurz auf die Bank. Um die letzten 11 Loks, also die letzten 11 Baumstämme zu besorgen. Ach, guck mal, der liegt hier immer noch. Ist ja nicht mehr mein Zuhause, so. Ruhen wir uns ein bisschen aus. Ist ja, ne? Sehr aufregend. Ich muss mal ein Schlückchen trinken, solange wir hier sitzen. Moment. Obwohl, es geht immer relativ schnell eigentlich. Braucht man sich gar nicht hinlegen. Wir werden... Wir können nicht mal... Doch, wir können speichern. Moment. Ich glaube, ich nehme aber einen neuen Speicherstand. Nur, aus, genau, Sicherheitsgründen. Security. Scheiß Baum. Na gut. Den lassen wir auch erstmal hier stehen, weil wir sind ja... Ich glaube, ich hatte eben doch einen Baum gefällt, oder? Und nicht zu Ende eingesammelt. Ich weiß es jetzt gar nicht mehr, dadurch, dass ich ja ständig am Wegrennen bin. Kann natürlich sein, dass es jetzt irgendwie weggebackt ist. So ein Kack. Wir haben auch nicht mehr viele Bäume in der Nähe, also wir müssen jetzt wirklich immer ein bisschen weiterlaufen. Um größere Bäume zu kriegen, wir nehmen mal jetzt die beiden hier. Ich glaube, die fälle ich auch gleich hintereinander weg, damit wir nicht irgendwann mal hin und her laufen müssen. Mit dieser Axt geht es ja reichlich schnell. Das ist ja der Nachteil im Multiplayer. Also wenn man mit jemandem zusammenspielt dann, und stirbt, ist man richtig tot. Also man wird nicht noch erst in irgendeine Höhle geschliffen und, den Nackten ausgesetzt. Sondern hat wirklich sein ganzes Zeug weg.
Sogar den Pedometer. Also man muss wirklich alles wieder neu einsammeln. Wenn man Pech hat, ist es so verbuggt, dass die Axt, die kleine Axt, die Orange nicht im Flugzeug liegt. Da hat man echt eine Arschkarte, finde ich. Also, und man muss vom Flugzeug erstmal wieder zu dem Haus. Also wenn man wirklich eine Stelle gesucht hat mit seinem Partner, mit seinem Co-Partner, dann kann es sein, dass man echt mal erstmal richtig weit laufen muss. Eigentlich, also müssten da jetzt noch 4 Stück liegen. Aber ich sehe nur 2. Ach, da hinten. Hm, wieder weggerollt. Aber trotzdem fehlt einer, oder? Ist das eigentlich dreist, wenn ich jetzt sage, ich würde ja eine 4 Baumstängel, Baumstängelchen tragen können. Baumstämme tragen können, denn, ja. Ist ja schon krass genug, dass man 2 tragen kann als eine Einzelperson. Ich glaube, ein Baum reicht jetzt noch. Gott sei Dank. Ich mache dann 3 Kreuze, das könnt ihr wissen. Also ich ritze da oben dann erstmal so ein paar Striche rein in der Wand. Aber jetzt müssen wir erstmal einen Baum finden, da ist einer. Ich glaube, wir nehmen den linken, weil der andere steht so blöd im Wasser. Obwohl, dann haben wir die Sicht ein bisschen besser. Wir machen den doch weg. Ich hoffe, ich habe gerade so geknot. Oh, scheiße, wieder keine Ausdauer. Irgendwas knirscht hier. Ah, jetzt. Also man braucht wirklich ein paar Schläge weniger. Bitte nicht aufs Baumhaus fallen. Ich würde ja jetzt weinen. Okay, vielleicht sogar lachen. Wenn es... Nee, es sind 4. Wenn es nur 3 gewesen wären. Dann... Aber wir brauchen eh gleich nochmal welche, weil wir noch die Bank hier hinbauen. Also eine eigene. Oh, wir haben sogar einen übrig. Habe ich mich verguckt eben drunten? Oh, nicht schlecht. Oh, die haben die optisch anders gemacht. Das ist ja cool. Wir gehen da mal hoch. Weil das letzte Baumhaus, ich glaube, das müsste ja dann auch in meinem Multiplayer anders sein. Das war vorne offen. Und das ist ja zu. Ist ja geil. Okay, hier guckt so ein scheiß Stachel raus, aber doch egal. Das ist ja mal cool. Kann man denn jetzt hier noch wenigstens eine Plattform hinbauen? Ich will mal gucken, ob es sowas gibt, weil es ja auch scheiße ein bisschen, weil man konnte vorher... Stimmt, das sieht doch anders auf dem Bild aus. Dann hat die bestimmt die Frau Moonbeam das andere... Moonbeam das andere Haus gebaut. Warum ist es gerade so laut hier? Oh, scheiße, wieder verdrückt hier. Ach, hier ist es. Ach, die hatte das gebaut. Okay. Das ist ja mal blöde jetzt. Ach, das ist ja scheiße. Was ist? Flor, wo kann ich das hinbauen? Ich werde mir das bestimmt in eine Hütte bauen hier. Ach so, ist ein Erdloch. Ist das. Okay. Schade, ich habe das falsch gebaut. Ich hätte das bauen müssen. Obwohl, nee, das hätten wir eh nicht gebaut, weil man braucht da 59. Ich glaube, das wäre mir dann schon dann verjangen. Was haben wir denn noch schönes hier? Weapon Rack. Eine Snackbar, ja. Braucht man unbedingt im Wald. Hm. Hier ist eine Plattform. Oh, schade, kann man die jetzt hier ransetzen? Ich glaube, wir müssen dafür runter. Scheiße. Ach, guck mal, kann man drehen? Ich geh mal runter und versuch's mal von unten zu bauen. Ich würde das gerne hier vorne ranbauen, aber ich glaube, ich brauche einen zweiten Baum dafür. Aber ich glaube, wir machen eh erstmal ein Lagerfeuer, weil das wäre, glaube ich, ein bisschen dämlich, wenn ich jetzt hier... Obwohl, ich habe eine bessere Idee. Wir bauen jetzt erstmal wieder so eine Fackel. Die werden zwar eh wieder zerstört andauernd, aber das ist mir gerade sowas von egal. Was waren die Scheißteile, oder? Genau. Wir müssen gucken, dass wir nicht genau selber rinnatschen dann irgendwann. Ich glaube, ich mache die auch gleich an, weil die angeblich ja weiter brennen.
Das Doofe ist wirklich, die haben das irgendwann so reingepatcht, dass die auch kaputt gehen können. Das ist ein bisschen blöd. Weil die rennen da einmal gegen, da ist so ein Ding kaputt. Da war doch gerade was, oder? Ach, guck mal, hier liegt auch noch ein Baumstamm von uns. Ich fasse es ja. Oder ist das der, den wir eben fallen lassen haben? Ich weiß es jetzt gar nicht. Ich hatte eben noch einen, oder? Hm. Der wird zwar hingerollt sein, auch nicht schlecht. Okay, wir gehen mal... Hier noch eins hin. Oh scheiße, wir haben uns wegbewegt. Ja, hat trotzdem geklappt. Schon die Pilze futtern hier, liegen ja eh rum. So. Wir machen, glaube ich, aber trotzdem noch ein drittes. Ich weiß gar nicht, ob ich noch... Hier liegt ja noch Krams rum. Wir nehmen alles mit, ne? Gibt ja gratis. Irgendwo knackt doch hier, oder? Ach, das sind die Feuer wahrscheinlich, jetzt die Sounds vom Feuer. Irritiert ein bisschen, wenn man es nicht gewohnt ist mehr. Genau, hier machen wir auch noch eins, weil sie sind ja so dämlich wie in Rendereien. Also die hellsten sind sie nicht. Aber was will man auch von nackten Leuten erwarten? Ach scheiße, wir haben keine Steine mehr. Obwohl, das soll jetzt nicht heißen, dass alle nackten Leute doof sind. Nein, aber es sind ja normal keine... wie nennen wir die jetzt? Gesunden Leute. Ja... Sondern etwas verhuschter. Hallo, sie steht doch fast daneben. Warum? Ach, da. Gut, jetzt bauen wir uns noch eine Bank hier hin. Oh, scheiße, kommen sie schon. Oh, fuck, fuck, fuck. Uli, wo war der Strick? Da. Ganz toll, ganz toll. Puh. Ich wette, die rennen jetzt gleich das Zeug rum. Können wir wenigstens... Nee, wir können ja nicht mal durchgucken. Nur hier. Schade, dann kann man nicht mal gaffen. Ach, da ist er. Aber wir haben ja, wir sind ja, ne? Wir machen jetzt mal einen Molotow-Cocktail. Schade. Warte mal, wir versuchen es trotzdem. Kann sein, dass wir jetzt voll in eine Bude hier schmeißen. Ah, kacke. Jetzt rennt er genau weg, als ich schmeißen will, oder? Oh. Der ist aber von alleine fast reingesprungen. Ach, der hier steht. Oh, na super. Hier stand gerade einer unten. Versuchen wir es nochmal. Gucken, vielleicht habe ich Glück und da rennt wieder einer hin. Kann man hier hinten vielleicht... Ich glaube, die haben sich wieder vom Acker gemacht. Genau. Arschgeigen. Und wer macht meine Bude kaputt, ey? Dann hackt's aber hier. Ach, kick mal, der ist in die Fackel gelatscht. Okay. Was brennt da? Achso, die zweite Fackel. Ah, fuck. Okay, da ist der nächste rein. Jetzt haben wir, glaube ich, keine mehr. Warum brennt denn jetzt der Molotow-Cocktail nicht? Was ist das für eine Sauerei? Super. Weil wir haben ja auch nicht unbegrenzt alt, ne? Vor allem, ich sehe jetzt nichts mehr. Oh, der lebt noch. Oh, jetzt nicht mehr. Tja, wer sich mit mir... Was ist denn da? Da leuchtet doch wieder so eine komische Taschenlampe, oder? Ich glaube, wir sind so los. Obwohl, ich höre noch was atmen. Na gut, dann packen wir den erstmal wieder weg. Und versuchen mal zu schlafen. Aber ich denke mal, das wird nicht klappen, weil wir ja noch so ein paar Leute an der Backe haben. Doch, ist ja witzig. Haben sie verscheucht. Ich glaube, da laufen trotzdem... Genau, der wird... Da rennen sie immer noch. Wir warten noch einen Moment, bis es... Oh. Durstig sind wir. Wie viel Schädel habe ich denn hier drin? Hallo? Can be used in crafting. Hm. Stimmt, man sieht ja... Doch nicht. Schade, man konnte doch eigentlich sehen, was man aus dem Zeug jetzt bauen kann. Genau, hier. Flare Gun, das ist doch mal cool, oder? Da brauche ich aber eine für. Die liegt auf so einem Segelschiff. Das suchen wir jetzt demnächst. Ich weiß auch, glaube ich, ungefähr, wo das ist. Na los, geht weg. Ja, aber das werden wir, denke ich mal, in der nächsten Folge machen, weil jetzt hatten wir genug Action, denke ich mal.
Boah, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal bei The Forest Singleplay mit mir, Sandy. Und ansonsten kann ich euch noch nahelegen, und meine zweite Serie, das ist ein Let's Play Together zusammen mit dem Wuschel vom Game Buds. Und der ist ganz funny, also wird schon lustig zu zweit, weil wird schon lustig zu zweit. Was rede ich denn heute? Es ist lustig. Schaltet ein, danke. Ciao.